Feuer fährt mit Kohle. Ach, der Typ, der Bombmann, Boss. Mit dem Albi nachrück doof. Maltöter, Großbeilen. Da ist mal die Frage, droppt er das immer? Hat er mir den... Hallo und willkommen zurück bei Elden Ring im Haus Vulkan. Wir erkunden es weiter. Warum ist es so krass neblig hier? Ist das normal? Ha, hat sogar geblutet. Da liegt etwas. Da liegt auch etwas. Oh, die Erkundung. Oh. Sprenggroßbolzen. 5-mal. Kann man hier runter? Ob das so schlau ist? Oder sterbe ich? Vielleicht finde ich ja was. Verdammt Gutes. Verzweiflung. Ich finde ja einfach nichts. Scheiße. Nee. Schade. Dann ist das so. Haus Vulkan. Komm, der hatte mich gar nicht. Die Reichweite von dem Vieh. Tückisch mit seiner ausfahrbaren Hals. Trotzdem erstmal oben weiter, weil ich bin jetzt ziemlich schnell hier runter. Komische Viecher. Bam. Oh, halt, hier hinten. Hier war ich doch gar nicht, oder? Nee. Schmiedestein 4. Einmal nur. Toll. Und zwar dieses Dorf da rechts, das haben wir noch gar nicht erkundet. Hier drin waren wir. Oh. Hier unten waren wir nicht. Nur ganz kurz.
Gut, bringt mehr Erfahrung. 2100. Nicht schlecht. Oh, altes Schwert. Ah, hatte ich ja schon ein paar Mal. Machen wir eine kleine Laterne an. Oh, da kommt man nicht rein. Oh, oh, Leichen. Gruselige Geräusche von der anderen Seite. Also gehen wir da rein. Was ist das hier? Feuerfett mit Kordel. Ach, der Typ, der Bombenboss. Mit dem Albinarik doof. Maltöter Großbeilen. Da ist mal die Frage, droppt er das immer? Hat er mir das jetzt zufällig gedroppt? Langsam wird es schwierig hier. Hier mal. Stand da nicht noch etwas anderes dazu? Hier, das war's. Mal Töter, Großbeil. Ja, hat standardmäßig DD. Kann man natürlich alles ändern mit Kriegsaschen. Die Skalierung. 23 Stärke, 12 Geschick braucht es aber. Das ist eine Großaxt. Die Klinge dieses abscheulichen Beils besteht aus vielen amputierten Malhörnern. Maltöter bevorzugen diese Waffe. Die Wunden der grauenhaften Hörner führen zu Blutverlust und sorgen für ein ausgesprochen farbenfrohes Chaos. Talent, wilde Schläge. Die hatte ich ja lange, das wirbelt einfach nur so rum. Boah, sieht gar nicht mal so blöd aus. Und löst halt eben Blutungsschaden aus. Das ist der Punkt daran. Geht's erstmal weiter. Ein cooles Rüstungsset würde ich gerne mal wieder haben. Also ich weiß, ich habe Haufen Meißel, aber ich will ein neues. Diese blöden Gifttypen. Giftfässer schießenden Typen. Die lungern dort oben irgendwo rum. Panic Jump. Wo die Nachrichten teilweise liegen. Das ist regelrecht zum Sport geworden hier. Erstmal hier hoch. Da geht's rein. Dieses erinnert. Ja, es hat ein bisschen was von Bloodborne. Ein bisschen. So das Zugekettete hier vor allem. Wo Falle? Siegel des Erdenbaums. Oh, das ist so ein Magiewirk-Gegenstand. Sowas hier. Clownzeichen. Siegel. Versteckt die versteckt Anrufungen der Fundamentalisten. Damit habe ich mich noch gar nicht. Also, das ist klar, wenn du viel Drachenzeug einsetzt, nimmst du das. Ja, ich bin kein Magier, ich habe mich damit nicht befasst. Da lässt sich wahrscheinlich noch mehr rausholen, aber ich hole meistens eh bloß. Ich mache ziemlich wenig mit FP.
Darum habe ich ja jetzt noch keine Zeit reingesteckt. Mein Schwert verstärken und ein bisschen die Geister holen. Das, ja, mehr mache ich gar nicht. Ich muss auf jeden Fall auf die Dächer. Hatte ich das vorhin nicht gesehen von Weitem? Zack. Oh Gott. Zeit verspringen. Es geht sowas von schief, oder? Ein Steinschwertschlüssel. So, jetzt ist die Frage. Oh. Gibt es denn hier unten noch etwas? Sind wir einmal hier unten unterwegs? Scheint so, ja. Diese Töpfe, die kann man doch angreifen normalerweise. Feuer. Goldene Rune 9. Ist das wieder Alexander? Oh nein. Glaub nicht. Schwellender Schild. Cool. Bin kein Schildspieler, aber der sieht cool aus. Zumindest auf dem Bild. Oh, schützt. Vor Frost und Feuer. So wie ich dich gesehen habe. Stärke E. Naja. Ein kleiner Schild, der auf den Gelmir aus niemals abkühlenden Lava geschmiedet wurde. Widersteht Frost durch seine Hitze und verursacht sogar Feuerschaden, wenn ihr ihn als Waffe führt. Talent Schildschlag. Ja, hab ich gerade gesehen. Ja, nicht meins. Aber schützt halt vor Feuer, wenn du jetzt hier. Entschuldigung, darf ich mal kurz. Schmiedstein 6 zweimal. Das ist gut. Wieder berührt. Mist. Achtung, hoher Punkt. Danke. Todesversuchen und dann Sargversuchen. Habt ihr das Gefühl, ich brauche ja noch eine ganze Weile, um alles zu erkunden? Was gut ist. Da kommt jemand, der verprügelt werden möchte. Ich habe ihnen das Gefallen, den Gefallen getan. Das war doch nur eine Frage der Zeit, bis das passiert, oder? Scheiße. Wie langsam ich laufe. Kann man das beheben? Mit einem Talisman oder so? Gibt nicht auf. Ich kenne das, dass man irgendwas, ich glaube im Dark Souls 1 konnte man was nehmen, dass man sich schneller im Wasser bewegt oder irgendwie sowas. Das gibt es bestimmt hier auch. Ich würde mich erstmal wieder hochsetzen wollen. Geh mal ganz hoch, weil ich will auf die Dächer.
Das war ein schönes Geheimnis. Ah, okay, auf das da geht's nicht. Oh, mies. Beengter Bereich. So, was haben wir denn hier? Goldene Hole 9. Also das, da liegt ja echt viel rum von so einem Kram. Okay. Knapp, aber ging. Zack, zack. Mit euren blöden Töpfen. Wer hat überlebt? Hey, Alter. Kollege. Goldene Hole 5. Da lag doch, siehst du doch mal. No. Darüber möchte ich. Muss ich erst wieder hier hoch. Reingesprungen. Dieser Sack. Schmiedeschein 5. Naja, gut, es könnte besser sein. Hat ich denn hier?
Wie konnte der das überlebt haben? Scheiße. Wie kann man sie nicht hassen? Mit Schild sind sie einfacher zu schlagen. Du kannst den ersten Biss blocken und dann schlagen. Oh, der ist hier runtergefallen. Ich würde bald behaupten. Da drüben runter geht auch, ja. Dass ich wahrscheinlich irgendwo hier durch muss. Aber jetzt. Da würde ich aber auf der anderen Seite anfangen, tatsächlich. Ich würde das gar nicht jetzt hier von hier aus anfangen. Fühlt sich erstmal so an, als hätte ich erstmal alles. In Anführungszeichen. Ich mache daraus auf jeden Fall mehrere Teile. Das wird sonst zu lang und das guckt sich dann auch keiner mehr an. Und dann findest du ganz am Ende irgendwas Gutes und das bringt nichts. Lieber. Halbe Stunden, 20, 30 Minuten knackigen Folgen. Reicht vollkommen. War das doch der Alexander? Ne, der steht hier unten, oder? Hier unten steht der, soll der stehen. Ah, das ist ja dort unten das. Ah. Ich bin doch hier unten, klar. Alles klar. Ich befinde mich in Haus Vulkan, falls jemand fragt, aber eigentlich so steht es im Titel. Das hier ist Haus Vulkan. Im Altersplateau, ganz im Westen Bereich, der Bereich Gelmir. Da. Ich teleportiere mich jetzt runter. Hier runter. In die Gästehalle. Hier startet das Video. Hier beende ich das Video. Gut, nicht ganz. Ich möchte so einen kleinen... Weg mit dir. Weg mit dir. Wo ist dieses Schlangending? Ganz gute Erfahrung, Runen bekommen. Und hier würde ich dann weitergehen. Klingt sinnvoll. Und irgendwo hier drin oder durch, wahrscheinlich eine Höhle oder sowas, ich weiß es nicht. Ist sogar eine Leiter. Ich habe gar nicht gesehen. Werde mir dann wohl irgendwie den Aufzug da hinten aktivieren können, damit wir drüber können, tippe ich einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.